hier, guck mal, ich guck Kevin an, Alter. Schau, er guckt sich Minecraft-Clips an. Wisst ihr übrigens? Ehre, seit ewig und 3 Tagen dabei. Hab gedacht, wird Mahlzeit, das hier nachzuhauen. D. Wisst ihr übrigens, Chat, warum Papa Platte heute mit mir spielen muss und morgen nicht mit mir spielen kann? Kennt ihr den Grund? Also ich meine, eigentlich wollte ich am Samstag mit denen spielen, aber es geht nicht, weil Papa Platte dummerweise ein Minecraft-Turnier hat am Samstag hat. Mit anderen Worten, zocken wir heute zusammen, Chat. Das wollte ich nur einmal kurz anmerken. Ich erzähle euch mal ein bisschen was über die CSGO-Rätsel-Map, die ich mit Kevin zusammen gespielt habe. In dieser CSGO-Rätsel-Map, das war so eine Modifikation von Fans gemacht, gab es irgendeine Stelle, wo es eine Person gab. Man kam quasi in ein Dorf und dann war der König des Dorfes da. Und der König des Dorfes wollte Informationen aus ihr herauslocken. Und die Informationen hat er folgendermaßen mit etwas Gewalt aus ihr rausgelockt. Und zwar, dort stand eine Bierflasche auf dem Boden und er hat gesagt, dass wir uns mit den Arsch auf die Bierflasche setzen sollen. Wir setzen uns also auf diese Bierflasche, währenddessen er die Bierflasche innerhalb unseres Rektums zerbricht und ich mir so denke, okay, das ist so fucking crazy, wie wär's, wenn ich die Szene wechsle und das nicht zeige, weil ich sonst gebannt werde auf Twitch. Und das war quasi die CSGO-Rätsel-Map, die letzte Erinnerung, die ich an Kevin habe. Herrlich. Kevin! Der Wendler, Bruder. Unglaublich, weißt du, innerhalb der letzten 10 Minuten habe ich einen richtigen Energieschub bekommen, weißt du, weil du ja mit mir mitten in der fucking Nacht anfangen willst zu streamen. Mitten in der Nacht, ja moin. Sorry. Wann bist du heute aufgestanden, Daniel? Kevin, willst du mich dissen für die Uhrzeit, weil ich aufgestanden bin? Okay. Bro, du stehst um 17 Uhr auf. Okay. Da ist irgendwas ganz. Wärst, wenn du dich mal beruhigst, okay? Ich bin um 15.50 Uhr aufgestanden. Das ist was komplett anderes, okay? Ja, okay, dann nehme ich alles zurück, was Daniel, ich gesagt habe. 15.50 Uhr ist absolut der Beste. Aber come on, 15.50 Uhr ist noch komplett in Ordnung, Mann, oder? Nein, Bro. Nicht mal ein bisschen? Kannst du mich okay. Kannst du nicht so ein Stück entgegenkommen? Weißt du, was ich meine? Also, ich komme dir ein Stück entgegen, pass auf. Ich habe früher bis 14 Uhr mehr geschlafen. Weil ich um 15 Uhr gestreamt habe. Also, ich denke 15 Uhr ist in Ordnung. Okay. Das gefällt mir. Hier, Kevin. Schmeiß dein Messer auf den Boden. Ja, das bin ich. Natürlich bin ich das. Du gehst in dein Inventory, hoverst über das Messer und drückst entfernen. Die Taste entfernen auf deiner Tastatur. Achso. Hab ich? Okay, dann hebst du jetzt das hier auf. Das ist ein Kletterhaken. Wie hebe ich auf? Mit F. Ah, mit F, okay. Okay, und du nimmst das hier und das auch, das für gleich, die Karte da. Kreditkarte? Ja, das ist deine Kreditkarte für gleich, weil der Chat weiß schon, was als nächstes passiert. Und jetzt pack bitte die Spitzhacke in die Scheide, bitte. MD7. Geht nicht, da muss ich erst... Ja, du musst einmal mittlere Maustaste klicken auf das Ding. Aha. Und dann schnell rüberziehen und dann auch das Paracord und die Karte unten rein in den Container. Put it in the Gamma, Bro. Was für ein Container? In die Tasche, oder was? In den Alpha-Behälter, genau. Okay, in Alpha-Behälter. Und der Paracord? Auch Alpha-Behälter. Und das lässt okay, auch den ganzen Raider drin. Okay, hab ich. Das sind teure Gegenstände. Okay, wir sind noch nicht fertig, Kevin, Alter. Der Spaß fängt gerade erst an. Oh mein Gott. Okay, mach erstmal keinen Krach. Das hier ziehst du erstmal alles an. Okay, chill. Alles musst du natürlich erstmal vermutlich identifizieren. Mach auf gar keinen Fall Krach. Versuch nicht irgendwo gegenzuschlagen, Mann. Wenn wir gesehen werden, dann zerrupfen die uns hier. Manchmal muss ich Sachen erst irgendwie untersuchen, bevor ich sie anziehen kann. Ist das normal? Das ist ganz normal am Anfang. Wo muss denn ein Tatek hin? Ist das eine Schutzweste? Das ist eine taktische Weste und Schutzweste. Kannst quasi auf die taktische Weste slotten. Genau. Okay, damn, siehst du gut aus, Kevin. Danke, Bro. Wow. Das sind auch so ein paar Face-Masks und so weiter. Und eine oh, ja, chill the fuck out, Mann. Ich bin grad ein bisschen überfordert, Alter. Nehmen wir dein Knife mit, ja? Okay. Alter, die Ohrhörer, Junge. Supreme ja. Pro XL. Ja, und jetzt danke, hörst Bro. Du auch anders. Jetzt hörst du auch anders. For real? Ja, ja. Die verstärken dein Hören. Also leise Geräusche werden lauter gemacht und laute Geräusche werden leiser gemacht. Hä, ist ja übel geil. Also jetzt no joke. Dann gibt's auch im Reload. Ich hab sogar welche hier liegen, neben mir auf dem Tisch. Also erstmal, achso, ich hab dir gar keine Waffe gegeben, fällt mir gerade auf, nee, Alter. Vielleicht soll ich das auch mal machen, Alter. Ja, Bruder, ich dachte, du machst... Oha, Bruder. Okay, nimm die in der Hand mit 1 und dann folg mir erstmal. Daniel, deine Meinung zu Leuten, die an einem Laptop gamen? Oh, über uns ist ein Gegner. Bitte reconnect so schnell. Oh Gott, ich bin in Wartung auf Sitzungsstart. Okay. Aber ich kann dir so viel sagen, das ist definitiv so, weißt du, als wenn man sagt so, oh ja, ab jetzt schreibe ich nur mit der linken Hand als Rechtshänder. Okay, bin wieder da. Okay. Schleich nach oben zu mir. Sorry. Gleich hoch. Entschuldigung. Ein Ding. Bruder, ich bin so langsam, holy shit. Ja, das ist normal, wir schleichen ja auch. Soll ich die Taschenlampe mitnehmen? Die ist so statisch, weißt du? Die liegt einfach da rum und läuft immer. Oh shit, was hast du gemacht, Kevin? Ich hab nichts gemacht. What the fuck, Mann? Na, Mann,
Scherz, Kevin. Irgendjemand hat einen Knopf gedrückt am anderen in der Map. Okay, aber ganz ehrlich, oben war gerade jemand, ja, kein Scherz. Aber okay, also wir laufen erstmal eine Runde rum und gucken, was wir noch finden können. Ich hasse dich, Daniel, no joke. Kevin, ich kann dich nicht hören, der Alarm ist unglaublich laut. Manche Leute haben einen richtig harten, Alter, wenn sie einen hohen Kontostand haben mit Tarkov, Mann. Okay, das Bro, quasi nehme ich einfach alles mit. Ich habe eine Zange, einen Schlüssel, einen Cricket und einen Zünder bekommen. Was am Anfang echt nichts falsch, wenn du erstmal einfach alles mitnimmst. Okay. Du musst auch essen und trinken in dem Spiel, ne? Sonst verhungerst du und verdurstest du. Digga, das muss ich auch noch machen? Ja, ja, das ist rechts unten. Das ist so ein Wassertropfen und so ein Essensding. Aber keine Sorge. Hab ich nicht bis jetzt, rechts unten? Ups, links unten, Verzeihung. Hab ich auch nicht? Achso, im Inventar, okay. Ja, genau, im Inventar. Bro, okay, krass. Okay, ich zeig dir mal noch was, okay? Nimm mal die Waffe in der Hand, die ich derzeit hier mit hab. Droppst du die oder wie? Die liegt schon unter dir. Hinter dir so ein bisschen. Ah, okay. Hab ich? Okay, nimmst du mal in der Hand. Ich glaube, ich muss die erst entdecken oder irgendwie sowas. Ja, genau. Die lädt bei mir noch irgendwie. Ich keine Ahnung, muss ich jetzt warten kurz? Laden? Jetzt. Naja, und jetzt scope mal rein und guck mich an. Okay, ganz weird. Das ist Thermalscope, damit sieht man die Wärme von mir. Ja, aber wie scope ich rein? Wenn ich jetzt Scope drücke, dann habe ich dieses rechte Scope. Dieses Steuerung, kleine. Steuerung, rechte Maustaste einmal. Und dann nochmal reinscopen. Nee, da passiert nichts. Steuerung, rechte Maustaste? Jetzt, okay. Siehst du? Mhm. Und jetzt drück mal, währenddessen du im Scope bist, Steuerung, rechte Maustaste nochmal. Alt, rechte Maustaste, Verzeihung. Sonst wechselst du wieder auf das andere Scope. Siehst okay, du dann quasi schwarz und weiß wechseln einfach. Genau, dann hast du die Kontrastunterschiede. Ja, genau. Okay. Hast du Bock mal Raider zu bekämpfen, um ein Gefühl zu bekommen für Raider? Ja. Die sind hier rechts. Guck mal hier links um die Ecke. Versuch nicht direkt drauf zu gehen. Oh Gott, er kommt, er hat gesehen. Ja, gib ihn, Kevin, gib ihn, ich bin hier. Warte, ich geb dir Deckung. Er ist weg. Ich seh ihn nicht mehr. Okay, er ist down. Nice. Irgendwer hat aber noch auf mich geschossen. Ich hab eine Idee, Kevin. Komm, wir gehen mal in die andere Richtung. Wir gehen andere Richtung hoch. Wir quasi verlassen dieses Gebäude hier über den anderen Ausgang. Okay. Ich hab das Gefühl, von da aus können wir fighten. Hilf die ganze Zeit an deinem Arsch, Alter. Ja, das ist doch erstmal besser so. Let's go. Wer hab ich mit dir danach? Danger Zone, Homie. Hier liegt schon ein toter Spieler. Da, siehst du ihn? Ja. Granat mit G. Ist es smart, mal eine kurz zu werfen, oder? Ja, schmeiß einfach da so rein. Die sind extrem tödlich, pass auf. Sehr gut. Der ist irgendwo auf der linken, laut meinem Sound. Pass auf, Nate, Vorsicht. Die kommen jetzt, Kevin, pass auf bitte. Okay. Ich sehe die nicht, Brudi. Ja, warte einfach. Ich bin einen Ticken weiter hinter dir, weil ich habe ja das Long Range Scope. Oh. Was denn? Ein Jahr in diesem Park. Alles okay? Ja. Ich hab meine Nate verworfen und hätte mich fast selbst umgebracht. Warte mal, soll ich das? Ist doch meine, Alter. Nee, das ist alles gut. Guck mal hier. Okay. Wenn du hier links dran vorbeigucken würdest, dann sind da Gegner. Aber hier, ja? Du kannst hier halt so schlecht facen, ja. Wir müssen hier vorgehen, so wie ich es jetzt gerade hier mache. Okay, und jetzt mach mal einen fucking Sekundenpeak hier links um die Ecke, dann siehst du den Gegner. Auf dem Boden? Oder habe ich ihn gekillt vielleicht? Aha. Vorsicht, hier links durch den... Irgendwas hat geblutet, ich glaube, der war tot. Okay, Kevin, komm. Bleib dicht hinter mir. Ja, mach ich. Ist doppelt so aufregend mit dir alles hier, muss ich zugeben. Ja, Ja. Los drauf, wir... Minyasa wird Kevin. Okay, Michael. Kevin! Ich bin down. Alle vier haben mich gepusht. Holy shit. Ja, ich habe ja gesagt, sie sind ein bisschen crazy. Ich habe nur 20 Schuss im Magazin gehabt. Oh mein Gott, Alter. Ja, verstehst du jetzt, was ich meine? Die cheaten. Ich habe dir Wendor nochmal zwei Kugeln gegeben. Mir? Ich hatte auch nicht unbedingt die geilsten FPS gerade als der Fight. Ich hatte so, keine Ahnung, so 2 HP oder so. Dude.
Siehst du, was ich meine? Die cheaten. Wenn er jetzt Papa Platte steht, bin ich super sad. Das kann nicht sein eigentlich. Das ist unmöglich. Wait, ich hab Dani gekillt? Nein. Oh mein Gott. Da müsst ihr euch irren. Oh mein Gott. Kevin, gib mir mal eine Sekunde Zeit, okay? Mhm. Oh Mann. Was ist los? Ich bin gleich wieder da. Okay. Was macht der Junge? Habe ich ihn getötet? Na, Quatsch, Chad. Das ist absolute Lüge. Also, wie finde ich raus, ob ich Daniel getötet habe? Ist es dieser Booster hier? 2559? Spieler? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, schwierige Nummer, lass bitte nicht drüber reden. Ey Kevin, ich sehe das irgendein Grund, dass irgendjemand mir in Kopftreffer zu den Augen geschossen hat. Irgendjemand hat mir ins Auge geschossen, diese Runde, Kevin. Und er hieß aus irgendeinem Grund Papa Platte. Okay, Zufall, der muss genauso gleich hießen haben einfach. Das ist echt ein krasser Zufall, weißt du, was ich meine? Weil ich habe mit jemandem angemeldet, der hieß auch so, Kevin. Oh Gott, Alter. Ich war aufgeregt, dann meinst du so, die kommen. Ja, was hast du gesehen, wie viele da plötzlich standen? Komm, ich baller einfach. Du hast mir gegen das Auge. Im Grunde bist du in meinen Schuss reingelaufen und nicht meinen Schuss in deinen Kopf. Weißt du, was ich meine? Also, Kevin, bist du wirklich sicher, dass du das jetzt sagen möchtest, Homie? Ja. Ist das nicht irgendwie so ein Moment, wo du sagen sollst, ey, yo, ich hab Kacke gebaut, sorry? Anstatt du bist reingelaufen, warum machst du das? Ganz kurz, Daniel, die Leiste links unten, ja? Ja. Es ist Ausdauer. Die deine Ausdauer zeigt. Die ist blau, richtig? Grün. Die ist blau. Kevin, bist du fucking farbenblind, Alter? Das ist blau. Bist du total farbenblind, Bro? Das ist fucking grün, 100%. Das ist blau, 100%. Siehst du das Ding, was rechts daneben ist, was du an Zeichen dahin gemacht hast in deinem Stream? Ist das auch blau? Nee, das ist grün. Ja, das hat die gleiche Farbe wie das links. Nee. Kevin, unter uns. Das ist grün, wir oder? Wir können uns auf einen Türkis einigen. Moon 7 Screenshot, ist das eine grüne oder eine blaue Leiste, die da unten runter geht? Oh. Jetzt ist sie rot, weil du jetzt gerade beim Roten bist. Bro, willst du das wirklich als blau bezeichnen? Ja, mal gucken, ob wir es diesmal reinschaffen. Die Shots hast du gehört, ja? Ja, ja, aber die sind weit weg und low. Low war hey, woanders. Die haben es viel mit Knallern gehört. Ja, Taco falsch. Okay. Let's go. Alter, hier ist das Ikea, nice. Hier ist der Oli, um genau zu sein. Ist das nicht Ikea? Ne, hier ist Oli und Ikea ist auf der genau gegenüberliegenden Seite. Wir können gegen die fighten, aber es hat einen Exit-Kämpfer. Der ist nicht alles nah, aber weißt du, das Ding ist, das Wichtigste ist, du wirst dann nervös, wenn ich nervös werde, weißt du? Alles davor ist alles immer entspannt. Machen wir so. Sollte hier eigentlich niemand rumfeuchen und fleuchen. Guck mal, hier ist Metall und Holz und so, versuch's nicht zu berühren. Psch, ruhig. Vor uns. Ja! Dann über mir! Oh Gott! Down. Oh mein Gott, ich hab einfach reingehalten, ich hab ihn nicht mal gefühlt. Oh mein Gott. Super geht. Okay, check, ich glaube, ich muss mich kurz heilen. Ich will kurz einen kurzen Stop machen bei Burger King hier. Ja, da wollte ich gerade rein mit dir. Okay, nice, nice. Das steht übrigens auf Russisch Burger Spot. Kannst du kyrillische Buchstaben lesen, Minion? Nur lesen, nicht sprechen. Geh mal hier rein. Wenn du Bock hast, hier. Komm, wir gehen direkt in die Küche, Alter. Schön erstmal einen Long Chili Cheese. Nur mit Long Chili Cheese kein Problem. Hast du Coupons oder willst du so? So bitte und noch eine große Apfelschorle dazu. Alles klar, kleinen Moment. Die Eismaschine ist kaputt. Klar. Sieht schlecht aus, warte. Okay, it's nothing. Hier bitte sehr. Okay. Jetzt kommt übrigens, erinnerst du dich an Harry Potters kleinen Raum unter der Treppe? Ich habe nicht einen Harry Potter gekriegt. Also, okay, das kenne ich, ja doch. Okay, jetzt gehen wir in Harry Potters Raum. Warte mal, hä? Wie bist du da reingekommen? Ja, durch die Wand gesprungen. Oh, schnell, bevor du abgeknallt wirst. Wie durch die Wand gesprungen? Yay! Willkommen im kleinen geheimen Harry Potters Raum. Das ist quasi mehr oder weniger so ein kleiner, geheimer, gebackter Raum, wo man glitschen kann. Junge.
Weißt du, und rein theoretisch könntest du zum Beispiel hier was reinwerfen, um das Equipment zu safen und dann ist es safe hier drin. Weißt du, was ich meine? Alter, das ist ja übelst smart. Aber nur wenn du Versicherung drauf hast, oder? Nur wenn du Versicherung drauf hast und leicht unmoralisch. Ja, okay. Psst, psst, psst. Hier rechts, los, psst, nicht bewegen. Spieler. Ist das hinter uns hier? Ja, pass auf. Nicht anvisieren, nicht anvisieren, das haben wir gehört. Drei Leute. Oh mein Gott, das hört man. Okay. Guck hinter uns, Gang. Ich guck hier Tür. Mach ich. Die hören uns. Brauchst du Hilfe? Ja, ich hab einen. Oh Gott, sorry. Oh, du, die schon wieder. Entschuldigung, Daniel. Das ist gut. Kevin, hier, geh rum. Wo ist er? Kevin, bist du tot? Tür, nein, ich lebe noch. Tür. Die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist aufgegangen. Kevin, Bro, ich bin fast down. Ich hab beide, aber soweit. Kevin. Wo bist du? Ich bin in der Ecke. Halt einfach alles, schieß auf alles, was sich bewegt. Ich bin am Verbinden. Kevin, da sind zwei Leute und der eine Dude hat gerade meine allen Arme, alle Beine und meinen Bauch zerschossen. Ich bin absolut eine komplette Blutpin. Absolut nicht, Bro. Bist du reingegangen? Kevin, ja, mach die Tür dort zu, wo sie ist und verhalte dich ruhig. Weißt du, was ich meine? Beweg dich nicht. Okay. Heilige Scheiße, Alter. Wo bist du? Kevin, ich bin den Gang weiter entlang. Da kommt jemand, hörst du? Du musst dich drum kümmern. Ich weiß nicht, ob du dich bewegt hast, ehrlich gesagt. Ich höre niemanden, ich habe mich bewegt. Okay. Warte. Ich komm kurz zu dir. Guck mal den Gang entlang, in die andere Richtung, wo wir hergekommen sind. Ja, mach ich. Komm jetzt wieder zu dir. Seht ihr niemanden? Mom? Jetzt bist du der hier, Steph, ja, ne? Ja, ich komm jetzt gerade. Ja. Ich bin komplett auseinandergerupft. Okay. Muss nur kurz mein Fetisch befriedigen. Dankeschön. Können wir hier durch die Tür schießen, Bro? Ja, aber ich denke, alle Gegner sind soweit erstmal down. Beziehungsweise, wir sind im Guten. Weißt du, was ich meine? Du musst jetzt einfach nur dafür sorgen, dass niemand anderes kommt und dass du nicht hastige Bewegungen machst. Das ist sehr wichtig. Bruder, Alter. Das war fucking crazy. Du hast nicht mitbekommen, was passiert ist, glaube ich, aktiv. Aber nee, wir haben grad, absolut nicht. Wir haben gerade zwei Leute umgebracht, die mindestens, ich schwöre dir, 1000 Stunden ihres Lebens in ein Spiel verbracht haben und richtig geilen Scheiß mit reingebracht haben. Sollen wir die looten? Du kannst die looten, ja. Aber sei bitte wachsam dabei, falls du Steps hörst oder ähnliches. Mach ich. Hört man, dass ich loote oder macht das keine Sounds? Ja, das macht Sounds, ja. Soll ich mir so ein Airframe-Kopfbedeckung-Ding looten hier? Das sieht, glaube ich, besser aus als meins. Das ist fucking Omega, das ist fucking Endgame-Shit. Okay, ich loote einfach mal. Egal, was gerade passiert ist, Kevin. Ja, erstmal, die beiden sind tot und die ganze Situation hat sich aufgelöst. Zum Glück für uns. Alles ist erstmal gut. Du musst jetzt einfach kurz hier bleiben und warten, okay? Das ist eine Map, da gammeln die anderen viel und was wir jetzt machen müssen, nachdem wir quasi jetzt zwei ermordet haben und die alles gesichert ist und irgendwelche Raider uns aus irgendeinem Grund spotten und ich negative Effekt vom Propital haben, ist, wir sitzen jetzt erstmal für eine Minute hier und lauschen, ob sich irgendwas nähert und du versuchst dich so wenig wie möglich zu bewegen dabei. Versuch nicht reinzuscopen, versuch nicht zu drehen, versuch nicht aufzustehen, versuch nicht hinzulegen, versuch nicht ins Inventar zu gehen, bleib einfach nur da und guck nach vorne. Lass kurz warten, ich habe immer noch negative Effekte von der Droge. We are coming, you hear? Es kann ein Spieler sein, aber es ist unwahrscheinlich. Genau, die Tür könnte jederzeit aufgehen. Mach das Visier runter, ja. Lieber, wenn du da stehst, weil könnt ihr schon locker in die Fresse schießen. Mhm. Hier bei mir sind Steps, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Ich höre die ganze Zeit. Ihr könnt jederzeit die Tür aufmachen. Okay. Asshole! Ist tot, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin auch tot. Die cheaten, Kevin, du kannst nicht facen. Wir waren Spieler, Vorsicht. Natürlich hat man Sperma probiert, weil das war so eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich erwachsen geworden bin. Oder als ich halt angefangen habe, geschlechtsreif zu werden. Aber du willst noch nicht erzählen? Boah! Bin down. Viel Erfolg. Vorne zum Käfig. Kevin, sag mir bitte nicht, dass du das warst.
Nein, nein, wirklich nicht. Kevin, wenn da jetzt Papa Platte steht. Nein. Kevin. Daniel, wo ist der, ganz kurz. In dem Käfig. Vor uns. Da wird nicht Papa Platte stehen, vertrau mir. Ich hab keine Granaten, fuck. Könnt ihr euren nächsten Prime-Sub bei mir benutzen, anstatt bei Kevin? Was ist denn da los, Alter? Ich hab dich nicht gekillt, oder? Doch, hast du. Nein! Ey, du hast mir einen Kopfschuss gegeben, Mann! Was? Ja! Ich bin so wie, Alter, wie ich... Schon wieder! Das macht keinen Sinn, Bro. Ich schwör's dir. Also ich kann auch wirklich nochmal sagen, so auch jetzt hier so in unserer YouTube/Camboy-Branche, in der wir uns befinden, Kontakte sind alles, ganz einfach. Gachi, Alter. Ja, ey, Bro, gerade bei uns ist es halt alles, also so... Ja, wirklich. Keine Ahnung. Da hast du eine Menge Cocksucking angesagt. Ja, actually true. Auch bei, ich sag mal so, auch Kevins Cock wollen Leute sacken und auch meinen, was soll ich meinen? Das ist gefährlich. Bruder Daniel, ich würde übel gern deinen sacken, Bro, sag ich ganz ehrlich. Dankeschön, dass du das sagst, wirklich. Ich hab das gleiche gerade gedacht. Ah, Bruder, ich bin da so vorsichtig geworden, ne? Das ist insane, Alter. Es ist halt wirklich, Bro. Du musst halt wirklich aufpassen, weil du nie weißt, wenn Schlange ist und wenn nicht. Ja, ja. Kevin ist keine Schlange übrigens, Chat. Daniel auch nicht. Smile weh in Chat, Jungs. Okay, lass rein. Go, 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 go. Komm, 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 komm. Und dank. Du hast vergessen, Daniel zu töten, bevor ihr ankommt. Echt mal, warum hab ich immer noch einen Kopf? Oh mein Gott, good job, dude. Nice, nice, Bro, nice, nice. Das ist halt spannend, Mann. Guter Raid, was, wir sind reingegangen, kein Drama, kein Stress, keine eigenartigen Situationen, wir sind einfach rein und wieder raus. Möchtest du noch einen machen? Ich weiß, dass du gerade schon einmal Raph gesagt hast, du weißt nicht, wie es dir geht, weißt du, was ich meine? Nicht, dass du irgendwie komplett im Arsch bist oder so. Was meinst du? Wie geht's dir so? Also, so bist du fit genug, um weiter zu zocken, oder wie sieht's aus? Du streamst ja schon einen Ticken länger, weißt du? Ja, Bruder, vielleicht soll ich Pause machen und einfach mit meiner Freundin ein bisschen Zeit verbringen, so. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine Vernunftsentscheidung, weißt du, was ich meine? Das wird der erwachsene Papa-Platte machen. Ja, der Boomer, Bro, ja. Kevin ist halt so, was soll ich sagen? Ich meine, vielleicht soll ich das machen. Ich meine, ich sag mal so, du bist auch nicht jünger, ne? Ich meine, Kevin, weißt du, was ich meine? Dein Chat macht sich schon Sorgen, wenn ich da manchmal lese, was die schreiben. Okay, Bruder. Gut, dann ja. Ich zieh mal durch, Mate. Aber danke für den nice Tag, Bruder. Das war super nice, Alter. Und wenn du mal immer wieder zocken willst und wenn du auch nur eine Stunde so Bock hast oder so, dann machen wir mal einen fixen Raid zusammen oder sowas. Gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Mate, wenn ich Jumbo Trash bin. Jederzeit. Jumbo Trash, der mich sehr arm gemacht hat heute. Nein, Mann. Bruder, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich küsse deine Augen und danke fürs Erklären, Mann. Bye, Kevin. Tschüss, Kevin Chat. Tschüss.